Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, schaut mal hier. Ich stehe im dicksten Schneegestöber. Aber es ist trotzdem ein wunderschöner Tag. Ich wollte kurz euch etwas erzählen, eine kleine Inspiration geben, dass euch vielleicht bewusst macht, wie wir vermeiden können, dass wir den ganzen Tag über, wenn wir am Morgen unser neues Ich kreiert haben, immer wieder abgelenkt werden und immer wieder sozusagen wie mit dem Gummiband zurückgezogen werden zu unserem alten Ich. Und was ich für mich herausgefunden habe, hallo Anna, ist, dass es wirklich eine ganz tolle Erfahrung ist, wenn man zum Beispiel am Morgen die Meditation gemacht hat, eine Meditation gemacht hat, indem man gespürt hat, den Raum der unendlichen Möglichkeiten und dort wirklich aufgegangen ist, in niemand zu sein, zu keiner Zeit, an keinem Ort. Nachher wachst du aus der oder gehst du aus der Meditation raus und gehst in deinen normalen Tag. Und was dann meistens passiert, es passieren natürlich Dinge im Außen. Dazu möchte ich natürlich noch sagen, es ist ganz wichtig zu wissen, dass diese Dinge im Außen, die uns wiedergespiegelt werden, nicht mit unserem Jetzt zu tun haben, sondern das sind Spiegelungen unserer vergangenen Kreationen. Das sind Spiegelungen unseres vergangenen Ichs. Aber wir sind ja dran, ein neues Ich zu werden und ein neues Ich zu kreieren. Deswegen dürfen wir uns davon nicht abhalten lassen, was uns den ganzen Tag immer wieder begegnet. Und was ich dann mache, ist, ich versuche mir wirklich immer wieder bewusst zu werden und vorzustellen, dass ich, wenn ich nicht nur in der Meditation in dem Raum der unendlichen Möglichkeiten bin, sondern immer, ich bin ja den ganzen Tag auch in dem Raum der unbegrenzten Möglichkeiten, aber ich bin mir natürlich dessen nicht wirklich bewusst, weil ich ja nicht wie in der Meditation meine ganze Aufmerksamkeit darauf lenken kann, sondern eben noch auf meine täglichen Anforderungen, Pflichten etc. mich auch konzentrieren muss. Aber während ich die mache, wie begegne ich denen? In was für einem Seinszustand bin ich? Bin ich in dem Seinszustand des alten automatischen Ichs, das gesteuert wird von meiner alten Geschichte? Oder bin ich in dem Seinszustand meines neuen Ichs, mit dem ich mich verbunden habe? Am Morgen zum Beispiel bei der Meditation. Und sich wirklich den ganzen Tag diesbezüglich bewusst zu sein, hilft unglaublich, eben diese Rückschläge zu vermeiden. Weil stell dir vor, du kreierst ein neues Ich und damit eine neue Realität, die sich irgendwann mal spiegelt. Aber diese neue Realität, die kann natürlich erst kommen, wenn du konsistent dieses neue Ich, die Energie deines neuen Ichs hinausstrahlst, hinausbeamst in das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten, so dass es sich dort aus dem Feinstofflichen ins Grobstoffliche manifestieren kann. Nur wenn du da oben, sag ich mal, in dieser Energie etwas schwabbelig bist und einmal hin und her und nicht konstant wirklich in der Energie deines neuen Ichs, das du sein möchtest, lebst und wohnst und fühlst, dann geht es natürlich alles sehr viel langsamer, bis es dann im Hier und im Jetzt auftritt. Also, was kannst du dagegen machen? Du kannst jedes Mal, wenn du merkst, etwas fühlt sich schlecht an oder du bist gestresst oder du hast irgendwie Angst oder Sorge, dass du dort wirklich dein Bewusstsein drauflegst, gar nicht tief reingehst, aber sagst, ah, das ist so und ich liebe das. Und ich liebe das, dass es so ist. In dem Moment verliert diese ganze Ladung, diese Emotion, die du da fühlst, absolut seine Kraft, weil du sozusagen diese Emotion transformierst nach oben in den Raum der unbegrenzten Möglichkeiten, wo eigentlich nur die intelligente Liebe wohnt, die Energie dieser intelligenten Liebe. Und indem du sagst, ich liebe das, ich jetzt Angst habe, macht's wie schwupp. Es geht nach oben in den Raum unbegrenzter Möglichkeiten, der voll ist, voll unbegrenzter Liebe, bedingungsloser Liebe, und es wird transformiert und es hat mit dir nichts mehr zu tun.
Ja, das ist ein kleiner Input. Vielleicht magst du es probieren und unter das Video schreiben, ob das dir geholfen hat oder ob diese Ansicht, ich meine, es ist alles immer eine Perspektive, wie wir das Leben sehen und wie wir unseren Verstand sozusagen austricksen, immer mehr in den Raum der unbegrenzten Möglichkeiten zu gehen und an das zu glauben, was wir wollen und nicht an das zu glauben, was wir hatten. Ja, so weit, so gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Ciao, ciao.